Guten Tag! Leute am Start! Ja, okay, also. Deponia! Was haben wir gemacht? Wir haben mit Klitus geredet, genau. Jetzt müssen wir irgendwo hin, um den zu treffen. Gehen wir nochmal zu Goal. Goal müsste ja eigentlich in der Krankenstation liegen. Notfallstation. Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Halt's mal! Sieh an! Hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oha. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit in meiner Praxis. Und ich hab mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Ja. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Solange er im Polizeimodus ist, komme ich hier nie raus. Zum Glück werden in diesem Kaff ständig Brände gelegt. Ach Mist, ich bin ja hier drin. Scheiße. Mit anzünden. Wenn ich das zuschweiße, Mucke austickt, ne? Oha. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Tschüss. Auf zu Wenzel. Wenzel! Goal! Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter! Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Ich mag den nicht. Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an,
Der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Wie geht's denn allen? Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Geil. Viel Spaß dabei. Ja, danke, ich stehe da. Oh, Alter. Goal! Schrank, Schränkchen, so eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. Ich muss sie verbarrikadieren. Was? Oh, ah. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Wow, so toll. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Schlimmer, immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Wo ist er hin? Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's! Wollen wir kurz weg machen? Das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Ja, das wäre nicht schlecht gewesen.
Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Jetzt komm schon! Verdammt! Hey, wo ist denn der? Immer noch nichts. Ein bisschen buggy gerade. So. Zum Kran. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Irgendwie komisch gerade, aber ja. Die ist im Eimer. Weg damit. Immer noch nichts. Geh mal runter. Geh mal gucken. Irgendwie buggt der. Was ist denn da los? Ich weiß auch nicht. Naja, ich mach jetzt erstmal hier zu Ende. Ich muss erstmal gucken, was da los ist. Ja, bis zur nächsten Folge.